Hi, mein Lieben, hier ist Stina von Zwillingsflamme 1111. Es geht mal wieder um ein neues Kartendeck, was ich gerne mit euch auspacken möchte, beziehungsweise ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar sind das The Power of Surrender Cards. Das sind 52 Karten, um ja, das Leben zu transformieren und um Dinge zu erkennen, die man loslassen soll. Ja, so gerade Muster zu erkennen, wenn man Kanal verfolgt, weiß, dass ich gerne den Fokus auf Heilung lege und wie man loslassen kann, was man loslassen soll. Und da finde ich diese Karten also wirklich perfekt geeignet. Die sind von Judith Orloff, MD. Und ja, es ist ein fester Karton. Also die haben das mittlerweile auch erkannt, dass nur diese kleinen Pappkartons irgendwie ziemlich schnell kaputt gehen. Und die Leute, die eben nur ihre Karten gerne im Karton aufbewahren, da ist das schon ganz gut geeignet, wenn man dann eben auch damit arbeitet, dass sie ein bisschen fester ist. Das ist es von hinten. Ja, hier werden die Karten ein paar ne, gezeigt. Wird halt, wie gesagt, wo, ne, dargestellt, worum es geht. Wir haben hier. Moment, lass mich mal auspacken. Ein relativ dünnes Büchlein. Das ist eigentlich nur hier so ein, ja, also eine ganz kurze, wirklich eine ganz, ganz kurze Anleitung, wie man das Deck einweiht, wie man sich konzentriert, wie man die Karten mischt, welche Positionen die Karten einnehmen können, wie man die Informationen der Karte aufnimmt. Ja, und das auch ins Leben umsetzt, etc. Und das war es eigentlich schon. Hier gibt es noch ein bisschen was über Judith Orloff zu lesen. Und ja, im Gegensatz zu anderen Decks, die immer noch Begleitbücher dabei haben, ist das hier recht karg. Ich weiß auch nicht, ob es die Karten auf Deutsch gibt. Da müsste der ein oder andere mal gucken. Ich nutze gerne viele auf Englisch und ja, wie gesagt, es geht ums Loslassen, Surrender, das große Loslassen. Divine Timing, also man soll der, ne, man soll der göttlichen Zeit vertrauen. Man soll loslassen und der Weisheit des Körpers zuhören. Ist ja auch manchmal ganz wichtig. Es gibt ja viele Leute, die achten nicht auf diese Warnsignale, die der Körper irgendwie von sich gibt und landen dann irgendwann im Burnout. Und das kann man also wirklich im Vorfeld ne, unterbinden. Hier geht es darum, das Ego loszulassen. Auch großes Thema bei ganz, ganz vielen. Ängste loslassen. Also hier unten stehen dann noch so kleine Tipps. Zum Beispiel, man soll loslassen, sich selber Gruselgeschichten zu erzählen und sein Unterbewusstsein damit zu füttern. Man soll im Moment bleiben und sich auf die Lösungen konzentrieren und jeden Tag so feiern, auch wenn es nur ein kleiner Fortschritt ist. Also ich werde jetzt hier nicht alle Texte übersetzen, sondern es geht halt, wie gesagt, darum, sich mal die Karten anzuschauen und einfach mal die Energien irgendwie aufzunehmen. Ja, hier Widerstände loslassen. Ja, es gibt ja Menschen, die noch ganz viel Widerstand in sich haben, je nachdem, was das für eine Situation ist. Und da ist es manchmal ganz gut, auch das loszulassen, damit dann eben die Horizonte geklärt werden können. So, ja, man soll der Intuition vertrauen. Ja, also loslassen, um in die Intuition reinzukommen. Loslassen vor Verneinung. Es gibt Menschen, die trauen sich nicht, Dinge anzunehmen und sagen nein, obwohl sie es brauchen. Ja, oder halt Selbstverneinung, ne? Selbstkasteiung. Jo, surrender your attachment, also die Befestigungen. Die Befestigung oder Erwartungen, die man an einen bestimmten Ausgang hat. Ja, und dann enttäuscht ist, weil es dann doch in eine andere Richtung geht und. Da, das ist auch eine große Arbeit, das zu leisten, ja, Erwartungen, loszulassen. Ja, Erfolg, also das große Loslassen, was Erfolg angeht, damit man sich selber auch nicht so unter Druck setzt, sondern dem Ganzen halt Raum gibt, sich so zu entfalten, wie es natürlich sein soll. Hier soll man loslassen, um empfangen zu können, also um Unterstützung und Liebe empfangen zu können. Ja, wenn man Mauern aufgebaut hat, dass man irgendwie alleine durch alles durch muss und ja, dann irgendwie hier in seinem, ne, alleine mit seinem Boot untergeht und das gar nicht sein muss.
Ja, man soll sich der Leidenschaft, ne, hingeben. Also Surrender ist nicht nur loslassen, sondern eben auch Hingabe. Ne? Also mit Hingabe loslassen. Stress loslassen. Spielen, mit Hingabe spielen. Das ist ja süß. Mit Hingabe schlafen und sich ausruhen. Das gestatten sich ja auch nicht viele, gerade in diesem ganzen 3D-Stress, in dem wir unterwegs sind. Ne? Essen, Miete bezahlen, Geld verdienen, ja, alle Verpflichtungen, die man hat, vergisst man dann öfters irgendwie, sich wirklich auszuruhen und sich auch die Zeit zu nehmen. Ne? Hingabe und loslassen. Loslassen und die Hingabe, um Wunder zu empfangen. Thema Vertrauen. Hingabe ins Vertrauen, ja, das Loslassen an Misstrauen. Surrender to non-action. Ja, die Kontrolle abgeben. Ja, und nicht versuchen, irgendwie mit Action an irgendwelche Dinge heranzutreten, sondern das wirklich versuchen, dass es sich natürlich entfalten kann. Ja, ohne dass man da irgendwie versucht, die Fäden zu ziehen. Das Loslassen von Süchten in sämtlichen Formen. Die Aufgabe von Verteidigungsmechanismen. Ja, die können einem manchmal auch ganz schön in die Quere schießen. Ne? Ja, die Hingabe zu dem, was gerade ist. Das einfach annehmen für den Moment, dass alles so ist, wie es sein soll. Procrastination. Ja, Procrastination ist das Zurückhalten, ne? Sich eher um andere kümmern, als um sich selbst zu kümmern und aufschieben. Das ist das Aufschiebeprinzip, ja, was einem dann auch eben Probleme bereiten kann. Wenn man alles in letzter Minute macht und sich da voll den Stress irgendwie auflädt und das eigentlich gar nicht sein muss. Ja, Surrender to Stubbornness, also ja, Stolz aufgeben. Ja, oder wenn man zu verbohrt ist. Sturheit, na, das ist eher Sturheit als Stolz, stubborn. Ja, wenn man irgendwie mit dem Kopf durch die Wand möchte und unbedingt irgendwie seins durchsetzen möchte, ne? Das muss man manchmal auch dann auch loslassen. Ja, man soll sich den Wundern hingeben. Ja, und ja, hingebungsvoll werden. Sorgen aufgeben. Wenn sich zu viel Sorgen machen, kann natürlich auch ne, einiges heraufbeschwören. Hier geht es darum, Beziehungen aufzugeben, die ungesund sind. Ja, wo man manchmal einfach drin hängt und ja, Schwierigkeiten hat, sich zu lösen, aber man weiß, dass diese Menschen oder diese Situationen einfach nicht gut für einen sind. Ja, also toxische Umgebung. Das Loslassen. Negatives Gedankenbild, negatives Denken loslassen. Ist auch nicht so einfach. Loslassen, immer recht haben zu müssen. Die Hingabe an Gebete. Ja, und auch seine Probleme oder seine Anliegen in Gebete reinzulegen. Und eben auch darauf zu vertrauen, dass ja, der Himmel, die Geister und Gott da eine Regelung treffen wird. Die Hingabe zu dem oder zu der Magie, die ihr selbst seid. Ja, wir sind ja alles magische Wesen und ja, das hat auch mit Selbstvertrauen bzw. der Glaube an sich selbst, ja, zu tun. Moment, mir jetzt hier eine Karte runtergefallen. Muss mal eben kurz. Bin mal gespannt, was das ist. Ja, Hingabe an die Stille. Man kann ja auch mit Worten sehr viel kaputt machen und vielleicht einfach nur mal in Stille zu gehen und in Meditation zu gehen, ist vielleicht gar nicht so schlecht und das auch zu üben.
Ja, und es gibt ja auch so Klöster, wo man sich zurückziehen kann und dann einfach irgendwie mal eine Woche ins Silenzio geht. Also das wird gerade für die, die viel mit Worten arbeiten und ja, vielleicht auch manchmal irgendwie Sinnlosigkeiten von sich geben. Hauptsache, dass geredet wird, ne? Vielleicht gar nicht mal so schlecht sein, sich damit auseinanderzusetzen. So, surrender to your soul path. Also sich dem Weg der Seele hingeben. Schlechtes Selbstbewusstsein loslassen. Und alles, was damit zu tun hat. Die Angst vor Veränderung loslassen. Viele verharren ja auch einfach in einer Situation, weil man es gewohnt ist. So, auch wenn sie schlecht für einen ist. So, da muss das, ne, das muss man auch loslassen können. Oder es wenigstens versuchen, damit es besser geht. So, ich muss mal eben kurz lesen. Also hier geht es darum, surrender to believe in scarcity, Glaubenssätze loszulassen, die einen davon blockieren, in Fülle zu kommen oder in Fülle zu leben. Also praktisch hier so dieses arme Ich, das loslassen. Das Drama loslassen. Ja, die innere Drama Queen irgendwie mal fragen, ob sie noch klarkommt, so. Ja, und die dann eben auch bezwingen. Ja, mit Hingabe kreativ sein. Gibt ja viele, die ihrer inneren Kunst Ausdruck verleihen möchten und es dann trotzdem nicht tun, obwohl das gut tun würde. Ja, und da einfach mal über den Schatten springen und das Ganze tun. Ja. Das Loslassen, sich mit anderen vergleichen zu müssen. Coole Karten, Leute. Also ich finde die super. Moment, hier klebt, glaube ich, was aneinander. Okay. Die Hingabe zu innerem Frieden. Und wie gesagt, hier unten stehen dann immer noch so kleine Tipps und Tricks, aber na, das wäre jetzt zu viel, das vorzulesen. Ja, das Verlangen, andere Leute zu kontrollieren, loslassen. Ja, die Manipulation. Hier auch na, Glaubenssysteme über sich selber entdecken und loslassen. Ja, die nichts zu tun haben, die nichts damit zu tun haben. Das ist ja dieses also verfälschtes Selbstbild. Frustration loslassen. Oh, auch interessant. Also loslassen, ja, von der Idee, jemand anderen heilen zu können. Ja, das kann man nicht mit allen Leuten machen. Also man muss für Heilung offen sein. Und es gibt Leute, die wollen das nicht. Und ja, da hängt man dann auf einmal in irgendeiner Geschichte drin und setzt sich selber total unter Druck, diesen Menschen dann helfen zu müssen. Und die wollen das gar nicht. Dann muss man das, ne, muss man die auch gehen lassen und sagen, okay, da musst du deine eigene Erfahrung machen, was das angeht. Auch interessantes Thema. Surrender your fear to of intimacy. Also die Angst davor, jemanden zu nah an sich ranzulassen. Ja, das muss man auch loslassen können. So, surrender to joy. Also, ne, Hingabe mit Freude. Sich Spirit hingeben. Was sowieso das Ultimative ist, ne? Hier ist alles drin. Alles, was man loslassen soll, um sich dann eben mit Gott zu verbinden. Hier, Limits setzen. Ja, also Grenzen aufzeigen. Die natürlich manchmal wichtig sind, ja. Also ne, natürlich oder ne, gesunde Grenzen aufzeigen. Das ist auf jeden Fall gut. Und das eben auch akzeptieren und annehmen, beziehungsweise anderen Leuten auch die Grenze aufzuzeigen, wenn die zum Beispiel auch zu nahe kommen oder eben über ihre Grenzen hinausgehen. Ja, und vielleicht auch frech und unverschämt sind, obwohl sie das, ne, nicht das Recht dazu haben. Und da eben auch Nein sagen zu können. Das muss man auch erstmal lernen, ne? Ja, man soll sich der Schönheit der natürlichen Welt hingeben. Und da eintauchen. Gib dich deiner vollen Power hin, ja, mit allem, was du in dir hast.
mit allen Talenten, anstatt sich klein zu machen. Obsessives Denken loslassen, damit man das Dilemma vermeidet. Ja, surrender the habit of people pleasing. Also wenn man Leute bittet, ja, und das arme Ich nach außen kehrt und aufgrund dessen dann Aufmerksamkeiten auf sich zieht. Das kann also auch sehr unangenehm sein, ne, indem man halt bitte, bitte, anstatt das dann irgendwie selber hinzubekommen. Und na, das ist auch ein Thema, was einige ansprechen kann und was einen dann, ja, wie gesagt, halt negativ nach unten drückt. Und das ist auch eine Kunst, das Ganze hier loszulassen. Ja, und hier haben wir dann die Hingabe zur kompletten Heilung. Also ihr seht, hier gibt es einige Themen, durch die man sich durcharbeiten kann. Ich denke mal, dass hier bestimmt einige Karten dabei waren, die die einen oder anderen angesprochen haben. Vielleicht hat euch dieses Deck gefallen und ihr möchtet selber die The Power of Surrender Cards von Judith Orloff bestellen. Ja, auch schön mit dem Adler, der den Blick halt von oben hat. Und ja, um in Heilung reinzugehen, muss man natürlich auch in der Lage sein, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, okay, was gibt es, was ich loslassen kann, was ich loslassen soll, was mich in meinem eigenen Leben behindert, ne, so zu leben, wie es eigentlich sein soll. Und in meine volle Kraft reinzukommen. Ich bin sehr gespannt darauf, mit diesen Karten mit euch zu arbeiten. Ich werde sie demnächst in eine von meinen Legungen auf jeden Fall mit reinnehmen, vielleicht sogar jetzt zum nächsten Vollmond. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe und bis bald. Bye bye.